Wenn man sich alleine das Datum mal anguckt, am 6.6.2022, wenn man die Jahreszahl addiert, kommt da übrigens auch eine 6 raus. Ich finde das nur ganz interessant, natürlich unwichtig und Verschwörungstheorie. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass die größte Volkswirtschaft der Welt einen Notstand verkündet. Und zwar über den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Kein Brennpunkt, keine Sonderschlagzeile, nicht einmal irgendwie eine explosive News, die da plötzlich reinschlägt, sondern einfach nur stillschweigend im deutschen Blätterwald. Und wir können uns einfach hier nur noch kopfschüttelnd gerade hier ansehen und haben gerade darüber gesprochen, wir müssen jetzt dringend etwas machen, weil wir natürlich damit gedacht hatten, dass eine solche Explosionsmeldung natürlich durch die Medien geht, weil das trifft natürlich die gesamte Welt. Hier wird ein Signal im Rahmen der Stromversorgung natürlich für die gesamte Welt schon ein bisschen rausgebracht. Und das in einer Zeit. Das Weiße Haus durch den US-Präsidenten Joe Biden wegen des Strommangels den Notstand in den gesamten Vereinigten Staaten ausgerufen hat. Und zwar, oder haben, US-Präsident Biden sagt, es gibt einen Mangel an Stromerzeugungskapazitäten für die Verbraucher und Störungen, die jetzt auf den Energiemärkten drohen. Wir gehen da gleich in diese Meldung des Weißen Hauses rein, Andreas. Wenn der US-Präsident für 50 Bundesstaaten in Amerika den Strommangel-Notstand ausruft, mit allen Befugnissen, die so dazugehören. Das ist genau das Stichwort. Es wird ein Gang hochgeschaltet und aus diesem Grunde haben wir diese Meldung auch als extrem wichtig eingestuft, weil Notstandsgesetze werden immer wieder mal reingebracht, wenn man bestimmte Machthebel aktivieren will für einen gewissen Zeitraum. Aber hier geht es um eine neue Ausrichtung, nämlich weg vom Corona-Narrativ hin zum Klimanarrativ. Das Ganze verbunden dann noch mit der russischen Politik und Putin, also Putin und Klimaerwärmung, das ist also beides ganz schlecht und da muss man etwas gegen tun. Und als dann aber diese komische Begründung kam von Joe Biden, er will da seine Solarzellenimporte mit erhöhen, um eben halt zu gewährleisten, dass der Strom weiter geregelt wird. Also das wäre eine ganz neue Erkenntnis, dass man mit Solarenergie tatsächlich eine Notstromversorgung aufbauen könnte und eine sichere Stromversorgung überhaupt installieren könnte. Das ist ja gar nicht möglich, wie wir alle wissen. Und das ist natürlich dann eine, aus meiner Sicht, Finte gewesen, ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Zielen, die damit verfolgt werden, nämlich eine neue Gangart, eine neue Richtung einzuschlagen. Und wir können uns jetzt darauf vorbereiten, dass die westliche gesamte Welt sich dem auch anschließen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Zu den erhöhten, stark erhöhten Energiepreisen weltweit kommt jetzt diese Meldung, Andreas. Man verpackt das hier auf der Seite des Weißen Hauses. Und eventuell ist es auch gar nicht gewollt, dass diese Schlagzeile so nach außen dringt, obwohl man gleichzeitig sich die Ermächtigungen für alle möglichen Maßnahmen damit geschaffen hat, einzugreifen in Industrie und die Haushalte. Das Signal, was wird es für Deutschland und Europa bedeuten? Ja, offenbar eine ganze Menge, denn hier wird offenbar ein neuer Ton angegeben, eine neue Richtung vorgegeben, auch in einer hybriden Führung gegen die Menschen, indem man dieses Ermächtigungsgesetz ermittelt. Nichts anderes ist es ja. Die Zeit reicht offenbar in USA nicht aus, auf normalem Gesetzgebungsverfahren auf entsprechende Situationen jetzt zu reagieren. Aus diesem Grunde wird jetzt die gesamte Macht ins Präsidialamt reingezogen, womit man natürlich auch einen Hebel für einen Blackout in der Hand hat, zum Beispiel bei Wahlen, die nicht so günstig laufen, wie man sich das vorstellt oder sonst etwas. Und ich habe so das Gefühl, dass auch die Medien sich jetzt im Westen quasi komplett neu sortieren und jetzt ein gemeinsames Wording erst einmal finden, weil sie dann vermutlich dann ähnlich in diese Richtung einschlagen werden und werden sagen, es wird kritisch werden. Das bedeutet natürlich auch, dass wir dort Ermächtigungsgesetze nicht nur wie bei den oder bei den Sprit genauer genommen, sondern eben halt auch in der Energieversorgung bekommen. Das heißt, der Blackout rückt immer näher. Auf der anderen Seite habe ich gerade gelesen, dass Frankreich große Schwierigkeiten hat und aufgrund von wenig Regen und Wärme jetzt bestimmte Atomkraftwerke wieder
abschaltet, obwohl sowieso nur noch ganz wenig dran sind, also nur noch ein Drittel von denen, die dran waren, die ja wichtig sind auch für die Stromversorgung in Deutschland, weil dort so große Ausfälle zu erwarten sind durch die verfehlte Energiepolitik. In Deutschland wird es aus meiner Sicht äußerst kritisch werden. Die Hauptschlagzeile für diese Meldung, die aber in Wirklichkeit, dazu kommen wir dann gleich, ganz andere Befugnisse der Regierung noch ermöglicht. Ja, natürlich. Und wenn eine Hauptschlagzeile so hoch gepusht wird, dann können wir davon ausgehen, dass es nicht die Hauptschlagzeile ist, sondern immer nur der Köder zur Ablenkung. Die eigentliche Situation liegt offenbar wesentlich weiter. Das Erste, was man feststellt, die mittlerweile angeblich größte Volkswirtschaft der USA bezieht sich ja nur auf die Summen, die Umsätze, die dort in dem Staat gemacht werden. Aber das sind ja in erster Linie die Dinge, die auf dem Geldmarkt, auf dem Finanzmarkt, auf dem Papiermarkt in Form von Spekulationen ablaufen. Während in den anderen Staaten, nämlich in Fernost, die Produktionen stehen. Und das ist die Entscheidung. Viele haben nämlich gar nicht festgestellt, dass man von einer Aktie, auch wenn man da abbeißt und ein bisschen Salz rüberstreut, das schmeckt trotzdem nicht. Wenn man was zu essen braucht, braucht man was anderes aus der Landwirtschaft. Und so braucht man natürlich auch die entsprechenden technischen Zubehörteile, die nämlich auch völlig ausgelagert wurden. Und ich vermute, da spielt die Rüstung. Gerade die Rüstungsaufträge in den USA sind ja exorbitant gestiegen. Damit kann man ja gerade versuchen, so eine Art Konjunkturpaket gerade wieder in Gang zu setzen. Die Vereinigten Staaten sind ja diejenigen, die von dem Ukraine an der Stelle zumindest partizipieren, auch wenn das wieder destruktiv ist, denn Waffen machen ja nicht Freude, sondern machen ja vor allem kaputt und das ist ja das Ziel. Aber genau das muss jetzt eben halt auch entsprechend bewerkstelligt werden, dass die Aufträge abgearbeitet werden. Und da spricht man dann natürlich lieber über die Solarzellen oder über die Photovoltaikanlagen, um jetzt die Klimageschichte möglichst auch noch mit drin zu haben. Naja, es heißt hier schon, und das ist vielleicht auch noch mal etwas, was kurz eingeordnet werden sollte, es heißt in der Anordnung des Präsidenten, zur Behebung des Notstands erwägt der Sekretär geeignete Maßnahmen gemäß Abschnitt 13.18a des Titels 19, können wir jetzt nicht in der Schnelle prüfen, kann man aber machen, des United States Code zu ergreifen, um bis 24 Monate nach dem Datum dieser Proklamation oder bis zur Beendigung des hierin erklärten Notstands, je nachdem, was zuerst eintritt, auch wichtig, unter den vom Sekretär vorgeschriebenen Vorschriften und Bedingungen die Einfuhr frei von der Erhebung von Zöllen und gegebenenfalls geschätzten Zöllen gemäß bestimmter Abschnitte, Titel so und so, dieses United States Code, die Einfuhr bestimmter Solarzellen und Module, die aus dem Königreich Kambodscha, Malaysia, Thailand, der Sozialistischen Republik Vietnam ausgeführt werden und die zum Zeitpunkt dieser Proklamation noch nicht Gegenstand einer Anti-Dumping- oder Ausgleichszollverfügung sind, zu gestatten und die darin vorgeschriebene Frist für die Vornahme von Handlungen im Zusammenhang mit solchen Einfuhren vorübergehend zu verlängern, solange der Notfall andauert.